Ui, ui, ui! Wir sind zurück mit diesem Sonnenaufgang. Extrem, extrem übertrieben. Und ich habe noch immer keine Haarklammern. Wen muss man einen. Nein, das sollte ich nicht sagen im Intro. Das ist noch immer Crazy Wolfgang. Hier muss man immer warten, bevor die neuen Händler auftauchen. Und das ist ziemlich zufällig. Was ein bisschen nervig ist. Und meine Blazy und mein PC überhitzen beides. Neu in der Stadt? Sie haben sich einen guten Tag ausgesucht mit den Verrückten da draußen. Hier, der Drink geht aufs Haus. Willkommen in Canterbury. Ich bin Joe Porter. Ich sorge dafür, dass die Leute hier eine Mahlzeit bekommen, wenn sie eine brauchen. Schmutziges Wasser. Ja, okay, besser als Wodka. Das erste Indiz war, dass sie nicht geschossen haben. Die meisten Störenfriede sind einfach hungrige Pechvögel. Also muss man ihnen nur Essen geben. Auf diese Weise kann man sich viel Ärger ersparen. Wenn sie Ärger machen wollen, ist ein verpasster Drink außerdem meine kleinste Sorge. Abgesehen von dem bescheuerten Namen, wenn ich es mir so überlege, weiß ich vielleicht wirklich etwas, das nützlich sein könnte. Ein Händler meinte, sie hört sich an wie ein Mädel, das er mal kennengelernt hat und dessen Familie vor einiger Zeit von Ameisen getötet wurde. Aber sie haben nie eine Spur ihrer Leiche gefunden. Ihr Name soll Tanya Christoph gewesen sein. Vielleicht ist sie unsere kleine Ameisterin. Sehen Sie sich die Speisekarte an und sagen Sie mir, was ich für Sie tun kann. Er hat viel Geld. Und ich kann ihn ein bisschen was verkaufen. Okay. Da ist kein Gewicht. Ja, Brauseflasche da. Hat kein Gewicht. Feuerameisen-Nektar habe ich schon ewig nicht mehr gebraucht. Mentat, so viele brauche ich auch nicht. Malex, Chat habe ich auch. Beetle Redex. Ja, schmutziges Wasser. Hast die Aktion. Und zwei. Perfekt. Passt schon. Danke. Ah, stell dir vor, ein schmutziges Wasser geschenkt und verkaufst das wieder zurück. Ich habe ihm gerade einen Baseballschläger verkauft, das kann ich nicht machen. Es ist gut, wieder hier draußen zu sein. Verdammt. Oh Mann, haben Sie das gesehen? Haben Sie das gesehen? Die Ameisterin war voll der Terror und der Mechanist total heldenmäßig. Die Ameisterin ist das boshafte Superbiest, das mit seinen Ameisen die Menschen vernichten will. Und der Mechanist beschützt uns mit seinen Robotern. Und wenn die beiden in der Stadt kämpfen, ist das einfach wahnsinnig. Überall Laser, wilde Beißereien und Blut. Es ist einfach irre. Und dann sagt mein Onkel immer, dass ich drin bleiben muss. Er meint, es ist gefährlich. Das ist eine ernstzunehmende Angelegenheit, Derek. Pa! Sie finden sie auch klasse, was? Schließlich haben sie noch nie jemandem was zuleide getan. Naja, jedenfalls nicht doll oder so. Dom und Machete sorgen immer dafür, dass alle reingehen, wenn sie so hart kämpfen. Aber manchmal schleiche ich mich raus, um zuzusehen. Kaufleute, die Sklavenhändler und die Raiders mögen die Ameisterin und den Mechanisten nicht. Sie sagen, sie sind schlecht fürs Geschäft. Aber das ist doch bescheuert. Die Ameisterin und der Roboter reißen sie in Stücke. Und das geschieht ihnen recht. Sie meinen die Superhelden? Ja, Mann, den schaue ich immer beim Kämpfen zu. Ich weiß nicht viel über sie, außer dass sie Menschen absolut nicht ausstehen kann. Schon irgendwie cool, denn manchmal sind die Leute echt Idioten. Ich glaube, ihr Lager liegt irgendwo in den Höhlen südlich der Stadt. Ich habe ihre Ameisen da unten schon einige Male gesehen. Joe Porter soll was über sie erfahren haben, aber mein Onkel hat ihm verboten, es mir zu verraten. Er sagt, animier den armen Jungen bloß nicht. Ich kannte den Mechanisten, als er noch ein Held der Arbeitsklasse war.
Er hieß Scott und reparierte alles Mögliche in der Stadt. Aber dann tötete die Ameisterin eines Tages seinen Lieblingsroboter. Und ich hielt ihn dazu an, Rache zu nehmen, wie es ein echter Superheld tun würde. Seitdem ist er in seiner Gießerei oben auf dem Hügel hinter dem Robotergeschäft und arbeitet daran, uns vor der Ameisterin zu beschützen. Ach, ich glaube, ich muss fast weniger reden. Die überhitzen sich gerade extremst. Nein, halte sie nicht auf. Sie sind klasse. Es sei denn, vor mir steht ein weiterer Superheld. Sie könnten sich Supermongo nennen und sie mit einer Armee Supermutanten bekämpfen. Wir sind das legendäre Tripper. Das Bermuda-Dreieck nennen wir uns. Oh, hätte ich nur Dog mit dabei. Onkel Roe und ich wohnen im alten Rathaus. Und Mr. Porter hat das Restaurant gegenüber. Ist echt nicht gerade groß. Wir haben Action Boy Joe Jericho. Wir haben... offen für alles, Clover. Kronkorken für deine Gedanken. Was auch immer, Schätzchen. Und ich bin... Mist. Nerdboy. Oder so. Alles in Ordnung? Bis später. Ah, ich bin nur bei euch einbrechen. Alles Loot gehört mir. Ich brauche Haarklammern. Warum stehen wir hier rum, wenn es überall jede Menge Action gibt? Alter, chill. Ja, stört. Oh. Komm schon, Haarklammern, bitte. Jede Menge Action. Oh. Ich habe von Crazy Wolfgang und von allen anderen Helden dann gestohlen. Ja, warum nicht? Kann man anscheinend umbringen und dann bestehlen. Cool. Action. Hier wohnt niemand. Hier ist nichts. Ich fühle mich fast größenwahnsinnig, als ob ich das Gefühl, ich hätte das Gefühl, ich könnte jetzt mit Todesklauen mich anlegen. Oh, Werkbank. Wir haben... Haben wir genug für Nuka-Bomben? Ich glaube, ich kann es mehr aufhalten. Kampfmesser, Springmesser. Ich habe wieder genug Platz. Aber wo sind die Macheten? Ich bediene mich. Die kleinen Loot. Wo ist Machete? Na, Haarklammern.
Horrorklammern. Horrorklammern. Irgendjemand Haarklammern hier. Nein. Nur Whisky. Gibt's ja nicht, dass ich keine Haarklammern finde. Was war das? Weggelassener Freund. Das klingt doch nach einer legendären Waffe. Okay, behalten wir es mal. Machete. Ah ja, das ist eine Frau. Ich habe Machete an das in Erinnerung. Was möchten Sie? Sehen Sie nicht, dass ich zu tun habe? Vielleicht die falsche aus. Ja, mag sein. Aber Sie brauchen jemanden, der die Karawanengesellschaft in Schach hält, damit sie nicht zu freundlich werden, wenn Sie verstehen. Sogar an einem schönen Tag wie diesem ist der beste Freund eines Mädchens ein gutes Messer. Richtig? Haarklammern. Oh, Haarklammern. Haarklammern? Ja. Nein. Haarklammern, du? Neu in der Stadt, was? Naja, ich bin Dominic de la Sadro. Willkommen in Canterbury Commons. Ignorieren Sie einfach die Idioten in den Kostümen. Hier in der Stadt treiben die Leute gerne Handel, hören sich Rose Gequassel an und setzen Diebe in anonymen Gräbern bei. Die Diebe sind uns schon vor langer Zeit ausgegangen. Habe selbst dafür gesorgt. Ist also eine vergessene Kunst. Es sei denn, Sie wollen etwas stehlen. Hab ich schon. Ja, warum nicht? Wir können abwechselnd aufeinander schießen. Die Teams, die ganze verdammte Stadt gegen ihre Fresse. Und die Stadt gewinnt. Wenn wir mit diesem Schwachsinn fertig sind, muss ich zurück an die Arbeit. Aber ich merke schon, wir werden sicher die besten Freunde. Ich glaube nicht, dass die Stadt gewinnen würde. Hast du mein Team gesehen? Superhelden, verdammte Superhelden. Wer ist da? Crazy Wolfgang, verdammt. Wir warten. Nein. Ich brauche keinen Speicher. Tasten. Sind die echt auch nur im Dark da? Verdammt. Geiler Sonnenuntergang. Nein, jetzt da. Beim nächsten Survival Mode kann ich das natürlich nicht machen. Sie waren ziemlich umtriebig in letzter Zeit. Fragen stellen, rumschnüffeln? Ist es also das? Sind Sie ein Schnüffler? Ein bezahlter Detektiv? Oder haben Sie eine persönliche Abneigung gegen einen unschuldigen Androiden, der einfach seine Ruhe haben will? Bitte, würde mich echt interessieren. Mein Name ist Victoria Watts. Ich arbeite für eine Bewegung, die offensichtlich die gegenteiligen Ziele verfolgt wie Sie. Mir scheint, Sie wollen einen Androiden finden, den meine Kollegen und ich versteckt halten wollen. Damit besteht wohl ein Konflikt zwischen uns. Wollen Sie wirklich helfen?
Nehmen Sie dieses Bauteil. Es gehört zum Androiden, den Sie suchen. Fragen Sie nicht, wo ich das herhabe. Zeigen Sie das Teil Dr. Zimmer aus Rivet City. Sagen Sie ihm, der Androide sei tot und Sie hätten es aus der Leiche ausgebaut. Das wird er glauben. Danach wird Zimmer ins Commonwealth zurückkehren und den armen Kerl in Ruhe lassen. Und Sie haben ein Leben gerettet. Natürlich winkt eine Belohnung. Wenn Sie mir und dem Androiden helfen, wird das Universum auf Sie herablächeln. Gibt es eine schönere Belohnung? Wir nennen uns die Railroad. Unsere Mission ist die Rettung synthetischer Humanoiden, besser bekannt als Androiden. Sie müssen verstehen, dass dieser Androide jetzt ein Mensch ist. Er sieht aus wie ein Mensch. Er verhält sich wie einer. Und er glaubt, einer zu sein. Auch wenn er keiner ist. Auch wenn er eine Maschine ist. Er kann denken und fühlen. Verstehen Sie? Seine Seele ist so menschlich wie Ihre und meine. Dieses Wesen verdient es, in Freiheit zu leben. Bitte, wenn Sie ein Fünkchen Anstand haben, geben Sie ihm diese Chance. Ich sag Ihnen was. Wenn Sie das Teil Zimmer geben und ihn glauben machen, der Androide sei tot, werden Sie Ehrenmitglied bei uns. Oh, wären wir in einer Zivilisation, keiner Zivilisation, nicht in einer Stadt, dann würde ich Sie jetzt sofort erschießen. Wenn möglich, helfen wir auch Humanoiden. Aber im Ödland gibt es dafür bereits andere Organisationen. Unsere Androidenbrüder dagegen haben nur uns. Brauche Händler. Keine Freaks. Boah. Komm schon. Gib mir einen Händler hier. Jemand anderes als Crazy Wolfgang. Hallo. Nope. Wir sind auseinander rausgekommen. Willkommen. Mein Name ist Crow. Ich reise durch das Land und verkaufe Schutzkleidung. Und Sie haben Glück, dass ich Sie rechtzeitig gefunden habe. Sie sehen wie jemand aus, der gejagt wird. Aber ich darf mit Stolz sagen, dass meine Ware Sie sogar vor den Klauen des Todes persönlich schützen kann. Sehen Sie sich um. Vielleicht gefällt Ihnen ja etwas. Na, schau. Dazu wäre echt gute Sachen. Ich habe ihn gar nicht abgegradet. Wäre interessant, was er kriegt, wenn er abgegradet ist. Warte, Haarklammern? Nein. Natürlich nicht. Alles, was ich gerade gelootet habe, wird gleich wieder an ihn verkauft. Das ist nicht viel wert. Ah, zu viel Gewicht, weg damit. Mit so jemandem. Verdammt, wir kriegen keine Kraft. Wir kriegen einfach keine Belohnung, die wir gerade brauchen. Waffenhaus, Wheaton. Dort haben wir früher gerade alles gekillt. Jetzt wird gelootet. Erfüllte Aufträge null. Ich würde so mal gerne einen Auftrag erfüllen. Ah. Ah, schau. Noch nicht gelootet. Jetzt sehe ich auch mal was. Mann, ich habe schon wieder keine Kippen mehr. Das sollte ja auch gute Loot sein, oder? Ich brauche Lockpicks für die gute Loot. Was ist das Problem? Keine verdammten Lockpicks. Nein.
Danke. Anscheinend. Ist das Blut? Lass einfach Clover und Jericho euch unterhalten. Verdammt. Eine Haarklammer bitte. Nein. In wessen Motte Latte habe ich gepisst, dass ich keine Haarklammern kriege. Motte Jaco. Nein, wer ist das Ding? Wie heißt das Ding? Mist. Hier. Ich frage mich, was Eulogy gerade macht. Nö. Nothing. Nothing. Keine Haarklammern. Ah, ich dachte, ich konnte hier rein. Ah ja. Und mal einen Red Eggs rein. Und Kartoffelchips. Beste Kombi. Komm, triff es. Spiel hat zu wenig FPS, dass man da fast nichts trifft. Braucht man schon Spezialkünste. Schon lang niemanden mehr umgelegt. Wir haben sie auch mit der besten Waffe. Nein. 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 Haarklammern. Oh. Oh.
Haarklammern. Ein bisschen Haarklammern, bitte. Ein bisschen. Oh, verdammt, ja. Umsonst runtergegangen. Muss ich mir merken. Krass. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich einfach keine Haarklammern finde? Verdammt. Ah. Rechts ist nichts, links ist nichts. Gehen wir zurück zu den Cadburys. Und einfach beide besuchen. Bin mir sicher, da ist doch eine Romanze drinnen. Kann man verkuppeln, die zwei, oder? Ich trippe nicht. Hey, du. Ich kaufe mir Haarklammer. In der ganzen Kämpferei bin ich nie dazu gekommen, sie offiziell in der Stadt willkommen zu heißen, nicht wahr? Willkommen in Canterbury Commons, der Heimat von Händlern, Karawanenreisenden und tollen Schnäppchen. Sind Sie geschäftlich oder zum Vergnügen hier? Die meisten Karawanen, die hier durchkommen, wollen sich nur ein paar Tage ausruhen und sich den Magen vollschlagen. Im Restaurant haben wir gutes Essen und versuchen, eine gemütliche und friedliche Atmosphäre zu schaffen. Natürlich nur, soweit das auch möglich ist. Normalerweise finden Sie eine der Handelskarawanen am Eingang der Stadt. Sie kommen alle ein bis zwei Tage hier durch. Von Ihnen abgesehen gibt's Lebensmittel noch im Restaurant von Porter. Verdammt. Gerne. Unser Kollege Crow kümmert sich. Er ist als. Doc, können wir schon? Dauert zu lange, bis die vorbeikommen. Wir bedanken uns für die Hilfe mit diesem kleinen Problem, das wir verstanden haben. Dauert zu lange. Wie viel Platz habe ich im Inventar? Verdammt, falsche Taste. Ja, es geht so. Gehen wir Richtung Mechanist. Vielleicht. Und was auch immer das gerade ist. Ah, ich schätze, er wird hier drin sein. Oh boy. Mädel. Oh. Oh boy. Ach du.
Nein, 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 nein. Okay. Muss ich anders angehen, sonst stirbt die. Okay. Okay. Andere Taktik, andere Taktik. Was kann ich für dich tun? Aber alleine ist es so langweilig. Das lasse ich Jericho bei dir, keine Sorge. Warum stehen wir hier rum, wenn... Labern Sie. Dafür habe ich meine Kronkorkenminen. Ich jetzt endlich mal nutzen. A-Klammer? Nein. Natürlich nicht. Natürlich nicht. A-Klammer? Weil ich meine Dartpistole schon verkauft. Haarklammer. Mist, 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 Mist. Hm. Mir ist okay, langweilig. Machen wir auch mal was? Oder soll ich den ganzen Tag hier rumstehen? Okay. Worst case scenario, ladies and gentlemen. Worst case scenario. Das war so nicht geplant. Das war so überhaupt nicht geplant. Explodiert nicht, oder? Okay. Thank you.
mitkommen, Team. Mitkommen. Das war Sarkasmus. Nenn mich nicht schätzen. Was soll der Scheiß? Ich stehe. Action, action, action. Nutze die Chance. Ja. Liebe. Hey, was ist los? Ich kann wohl kein Blut sehen, was? Witzige Geschichte. Ich war hier noch nie drinnen. Bin immer zur Ameisenkönigin gegangen. Nö. Erklammern. Nein, dann bleibe ich davon weg. Ah, es gibt keine Haarklammern. Die Existenz von Haarklammern ist ein feuchter Traum. Nichts weiteres. Oh. Ich bin nur noch in meinem falschen Outfit. Oh. Oh, das ist doch ein Vetter. Habe ich noch Impulsgranaten? Habe ich. Ich werde dir den Arsch aufreißen. Verdammt! Granate! Deswegen war ich immer bei der Ameisenkönigin. Verdammt gefährlich. Dieser Mechanist. Das große Feind von Wissenschaft in diesem Spiel. Hopp, wenn wir zuerst drüben looten.
Gut, dass die Rüstung von meinen Companions nicht kaputt wird. Zu spät. A-Klammern? Nein. Ich probiere es aufbrechen. Hey. Wenn ich schon keine A-Klammern kriege. Lass es raus, Junge. Ich sollte besser drüben mal reinschauen. Vielleicht ist da was Wichtiges. Oder nur ein kleiner Raum. Und vielleicht muss ich hier unten weiter. Nein. Noch nicht. Noch nicht. Zuerst runter. Was mit ein paar Haarklammern? Was mit ein paar Haarklammern? Eins der Hackerparadies hier. Aufbrechen. Zwei Stealth Boys. Und Altmetall. Hier ist es echt kacke. Hab's nicht zugehört, sorry Mädel. Was war das? Ach komm, da muss doch irgendwo eine Haarklammer rumliegen. Klammern? Nein? Hier? Und da war er im guten Zustand. Unglaublich. Hoffen wir es Altmetall. Das wird wieder Erfahrung ausspucken. Deswegen probiere ich es nicht. Okay. Holen wir uns den Typen noch. Wird wieder eine lange Folge. So viel Altmetall, wie wir finden. Bräuchten wir alles als Haarklammer. Okay, wo ist er? Nicht hier. Jetzt könnte ich eine Kippe brauchen. Ach, wie süß. Wirklich? Ich habe keine Dietriche, mich irgendwo hin zu bewegen. Mein.
Ich glaube, ich wieder zurück nach Megaton und suche die Haarklammern. Sie müssen existieren. Ich bin kurz vom Auflevel nach. Das wird wahrscheinlich vielleicht sogar Off-Episode passieren, wenn ich Altmetall verkaufe. Nein, das verkaufe ich nicht Off-Episode. Okay. Ja, ja. Peace out. Peace out.